Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir sind am Venice Beach in Kalifornien und der Milch hat mir geschrieben, hi! So, wartet mal, ich mache jetzt gleich mal Ding rein, damit er mich hören kann. Na, das mache ich glaube ich nach dem Video. Und ich werde die ganze Zeit verfolgt von einem. Und ich habe heute ein neues Thema vorbereitet. Ja, ein Thema, was jeden interessieren sollte. Und zwar, ja, YouTube-Star. Ich habe es, glaube ich, schon mal gemacht. Nun ja, ich bin jetzt nicht besonders groß auf YouTube. Aber, ich habe 1000 Views. Mehr als 1000 Views am Tag. Mir schauen teilweise mehr als 1000 Leute zu auf YouTube. Ich habe zwar eine relativ kleine Abonnentenanzahl, das will ich hier auch nochmal sagen, aber ich persönlich fühle mich schon irgendwie als YouTube-Star. Wobei dieses Wort schon ein bisschen, komisch ist. Aber ich will euch aber erstmal begründen, warum ich das so fühle. Das erste auf der PS4 oder auf der PS3 bekomme ich täglich 30, 40 Freundesanfragen auf der PS4. Es sind schon über 50, 60.000. Ich muss auch teilweise mehr löschen, weil viele Amerikaner dabei sind. Und ja, ich kann jetzt keinen Amerikaner als PSN-Freund bei mir reinmachen. Das funktioniert schlecht. Ne? Oder Japaner oder was weiß ich, was mich da alles... Added. International. Ne? Das ist mir nämlich schon aufgefallen und nehme nur Leute als Freund an, die Deutsch sprechen. Das will ich auch nochmal sagen. Ja, das fängt zum Beispiel an. Ich zocke zum Beispiel Call of Duty MW2. Da war es besonders extrem. Bin ich in die Lobby reingegangen, hatte da 1400 Abonnenten. Aber schon relativ viele. Was ist das jetzt hier? Relativ viele Klicks und ich wurde erkannt. Die Leute haben gesagt, oh mein Gott, der junge Zocker, geil und super und ja und moin moin. Und ich natürlich auch so, moin moin. Und verdammte Scheiße, ich kann dich hören, echt. Und mein PS4-Controller ist alle. Wartet mal schnell, ich hol mir mal schnell mein Ladekabel. Seid ihr auch noch alle da? Ich hoffe es, weil jetzt muss ich mein PS4-Ladekabel mal einstecken. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es brauche, ja. Was ist eigentlich ein YouTube-Star? Was verbindet ihr mit YouTube-Star? Einer, der viel Kohle hat? Millionen von Abonnenten? Hallo? Was soll das? So, hallo Milch. Nein, für mich ist ein YouTube-Star keiner, der Millionen Abonnenten hat, ne? Mich interessiert ein Montana Black nicht. Das ist ein Junkie für mich. Geldgeil bis oben hin. So. Guck mal hier, überall Regen. Boah, nice! Guter Schuss. Ja, genau, was ich noch sagen wollte. Erstmal schreibt in die Kommentare, was für euch ein YouTube-Star ist. Und ganz wichtig, mein Headset funktioniert immer noch nicht, Milch. Du hast mir geschrieben, dass du mich hören kannst. Mein Headset funktioniert nicht. Ich habe immer noch keins. Ja, es ist fast Februar und ich habe immer noch kein Headset. Ich weiß nicht warum, was da los ist. Es ist auf jeden Fall so ein Microsoft-Headset. Und ja, ist alles ein bisschen merkwürdig. Also nicht wundern, wenn ich nicht in die Party komme, weil das auch ein bisschen komisch wäre, wenn ich jetzt auf eine Party in der PlayStation 4 reingehen würde und ich nichts hören würde. Ja, was soll ich denn sagen? Kann ja nicht mal antworten. Funktioniert ja nicht. Deshalb nehme ich auch niemals diese Partyanfragen an, zurzeit, die ich früher angenommen habe.
Alter, ist hier viel Regen. So, jetzt machen wir noch einen Kill. Mit der Sniper. Und dann sage ich... Ciao. Okay, schreibt der Milch. Ja, sendet dem Milch noch eine Freundesanfrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann sage ich auf jeden Fall mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer TwoGamesCom auf der PlayStation 4. Und ciao. So, Werbung machen. Moin, moin.